Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind Folge Nummer 6 von Shapes.io. Ja, wir haben letztes Mal hier diese blauen Dinger hier gemacht. Die laufen da jetzt rein. Wir haben dafür eine Aufgabe, die hier ist. Fehlen noch 1600 Stück. Und ja, die laufen da jetzt langsam rein. Lassen wir erstmal so sein. Wir kümmern uns jetzt mal hier drum, wie wir da weiterkommen. Die kommen ja von hier. Müssten wir dann welche durchschneiden. Aber... ach, die brauchen wir da. Wir müssen Neues machen. Also grün ist hier und der halbe ist da. Das passt ja schon mal. Blau ist hier und der Stern ist da. Die Hälfte davon. Ah, alles klar. Dann können wir das hier favorisiert bauen. Okay, dann würde ich sagen, nach dem Intro fangen wir dann hier an. Ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal hier ausheben. Vier, eins, zwei, drei, vier. Die zusammenführen. Drehen, drehen, drehen. Haben wir. Also, die müssen ja türkis werden, ne? Oder? Ich glaube, türkis war die untere Hälfte. Das heißt, wir müssen uns auch grün holen. Grün ist hier vorne, alles klar. Das bedeutet, wir bauen da nochmal welche hin. Machen wir die nach unten, oder? Dann das. So. Die holen wir nach da. Die holen wir nach da. Mischen tun wir hier. Und zwar... hier oben, oder? Mischen wir viermal. So, dann der... ne, machen wir erstmal so, dass wir erstmal hier einen Tunnel da jeweils vorbauen. Ne, wir müssen erst mit einem anfangen. Wenn ich hier bin... ja, ich kann das Teil nur so bauen, dass ich... ja, es wird schwierig, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, ne? Dann lass uns so anfangen, dass wir den erstmal direkt anschließen. Dann nehmen wir den hier. Und gehen hier raus. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, so passt das erstmal. Ich hoffe, so ist erstmal gut. So auch gut. So passt da. So, der erste. Ne, das war schon noch richtig. Der erste kann ja so da erstmal hin. So, da kommt der richtige raus. So, hier schaffe ich es aber jetzt nicht. So wie ich das vorhabe mit dem Tunnel. Das heißt... müssen hier mit dem Tunnel durch und da mit dem Tunnel durch und wahrscheinlich reicht der Tunnel hier jetzt nicht mehr, oder? Ja, ein Feld fehlt. Nicht schlimm. Bedeutet, wir machen das mal hier so und der weg und der weg. Tunnel hin.
Tunnel dahin. 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 Ja. Wo muss der jetzt sitzen? Hier. Hier muss der sitzen. Der geht da rein. Der geht da rein. So, dann muss da noch einer sitzen. Der geht da rein. Und der geht weiter. So, und dann müssen wir das gleiche hier oben machen. Zwei, drei, der vierte ist da. So. Jetzt gibt es die Teile hier, die das da erstmal wieder zusammenfügen. Ob das gut oder schlecht ist, frag mich bloß nicht, ne? So sieht es schon mal gut aus, ne? So laufen ziemlich viele da erstmal rein, ne? Ja, sieht doch gut aus. So, jetzt haben wir hier oben schon mal die passende Farbe für das Unterteil, was von da kommt. So, dann müssen wir die aber noch zusammenführen. Also ja, man hätte es ja auch mit dem machen können, ne? Das bedeutet, wir machen den dahin. Oh, da haben wir aber Glück gehabt, dass wir gerade den dahin. Und da muss dann noch so einer hin, oder? Und da kommt der jetzt raus. So, und da muss jetzt einer gefärbt werden. Von den Dingern, die da hinten kommen. Färbemaschinen. Aber hier schneiden wir erstmal die Dinger durch. So. So, dann kommt der da geschnitten raus. Dann müssen wir drehen. So, der wird im Uhrzeiger drin gedreht. Das heißt, der muss da sein und der muss da sein. Passt. Die beiden kommen dann hier zusammen. Ja. So geht's weiter, oder? Und dann werden die da hinten gefärbt. So, diese Rolle. Farbe kommt von oben, das heißt, es muss der sein. Farbe soll von unten kommen, aber nee, das war jetzt doch richtig wahrscheinlich, weil ich den, ja, doch war der. So. Ja, wir machen das mal hier hin. Da. Und da erstmal. So, der kommt dort angeschlossen. Der kommt dann, der hier kommt dann gedreht dahin. Und der Tunnel ist dann da zu bauen.
So sieht schon mal gut aus, oder? So. Ne, den nehmen wir jetzt und bauen den hier raus. Ja. Der kommt dann hier lang und muss wo rein? Da oben. Das heißt, der ist ein zu lang. Warte mal, der muss jetzt von dem dann noch versorgt werden, ne? So, jetzt müssten da gefärbte Teile. Ja, kommt, das passt. Der ist schon versorgt. Das bedeutet jetzt wieder Tunnel bauen. Von hier nach da. So, dann kommt hier noch so ein Teil hin. Wir haben eine Aufgabe erfüllt, sehr schön. Dann machen wir hier hin. Der kommt da hin und dann machen wir noch so einen, der hier hinkommt und der kommt dahin. So, jetzt müssten alle unteren Teile hier in der gleichen Farbe vorhanden sein. Genau so ist es. So, dann wieder zusammenführen mit dem hier. Shift-Taste drücken, anklicken, Band auswählen, anschließen, anschließen, rauskommen lassen. Gut, das sind wir schon mal richtig. Jetzt bedeutet das hier, dass wir das Grün nehmen und diese Kreise nehmen und die Kreise dann das andere bauen. Aber nee, das war diese Fläche, wo ich das gemacht habe. Naja, passt schon. Das bedeutet, wir drehen den passend um. Ich glaube, nach oben ist schon richtig, wa? Ja, machen wir nach oben. Dann wieder zusammenführen, glaube. Aber mit dem da. Dann das Bandline hier dran bauen. Passt. Dann brauchen wir dort den Cutter. Ja, das passt auch. So, und dann müssen wir die Teile drehen. So, wer muss worum gedreht werden? Der ist gegen den Uhrzeigersinn. Das ist also der. Und der muss mit dem Uhrzeigersinn. Passt. Der wieder zusammen. Passt auch. Dann sind die schon mal halb so. Ja. Jetzt kommen die hier an der Farbe dann vorbei. Und die müssen dann da angemalt werden. So. Von unten kommt die Farbe von links rechts. Wie haben wir das hier gestaltet? Aha, so. Das heißt, wir machen das genauso hier. Ich glaube, hier ist schon ganz gut, oder? So muss das sein. Farbe kommt dann von hier unten. Ja, das wird jetzt hier eng, sehe ich gerade schon, ne? Ja, ist nicht gut gebaut. Kannst du den schon mal vergessen? Baust gleich weg, hat keinen Sinn so. Bauen wir nach unten raus oder nach links? Wahrscheinlich nach unten am sinnigsten. So. Die kommen dahin, die kommen dahin, der kommt dahin. Der kommt dahin.
Dann kommt hier einer so hin. Genau. Der Tunnel kommt hier hin. Der kommt dahin. Hier müsste schon der richtige Ausgang sein im Endeffekt, oder? Nee. Jetzt müssen wir hier noch nach da einmal rausschalten. Da waren wir schon richtig hier. So. Nee, falsch. Der kann erstmal so dahin, ne? Das ist schon mal so richtig. Hier muss einer raus. Machen da raus. Passt. Und hier machen wir auch noch einen raus. Da. Der nach da oben geht. Passt. Okay. Jetzt brauchen der noch grün hier. Da muss man die grüne Farbe hin. Tunnel. Hier nach da. Und dann sollten sie da oben auch rauskommen. So, dann wieder verbinden mit dem. Da ein und da ein. So, die beiden Teile sind fertig. Jetzt haben wir den hier unten noch, der mit dem da zusammengeführt werden muss dann. So, okay, wir müssen das jetzt mit der Shift-Taste machen. Ich mach das mal hier so rum, glaube. Mach mal bis dahin. So, dann ist dieser dran. Den drehen wir mal um. Und bauen den mal hier hin, oder? Dreimal, machen wir mal dreimal, mal gucken, was daraus wird. Umbauen, der da. Der kann hier hin. Ja, kann er, oder? Und der kann dahin. Der läuft da rein, der läuft da rein und der läuft da rein. So, er kommt hierher. Passt erstmal so. Die sind schon mal fertig, das ist schon mal gut. Wir holen vom Band hier oben noch welche wieder runter. Geht das so? Müsste eigentlich. Den hole ich da weg. Tunnel hier bauen und Tunnel hier bauen. Passt. Sehr gut. Und jetzt müssen sie alle da dran kommen, ne? Hier müssen wir wieder verbinden. Ich glaube, das ist der jetzt, oder? Nee. Doch, der kommt da rein, der kommt da rein. Passt, passt. Nee, du sollst dich da verbinden, so. So, alle werden fertig und müssen dann irgendwo auf den Fließplan drauf, dass sie abgefördert werden. Hier gehen die Fließbänder rein, alles gut. Reicht das noch? Ich glaube, das reicht hier noch, wenn wir das machen, oder? Das andere vielleicht? Nee, das geht ja mit dem tatsächlich auch, warte. Dann ist es der. Der kommt dann dahin. Und Fließband von da. Von da nach da. So, jetzt läuft's, oder? Passen die da alle drauf? Gute Frage, ne? Müssen wir gleich gucken. Jetzt die ersten wahrscheinlich nicht, aber mit der Zeit wird's dann wahrscheinlich gehen, oder? Bisschen Rückstau war jetzt.
Aber ich glaube, das Band wird voll. Ja, da gibt es sogar noch freie Stellen zwischen. Hat gut funktioniert. So, haben wir optimiert. Läuft hier besser. Jetzt gehen wir mal auf unser gelbes Sternchen oder oranges Sternchen. Der ist fertig geworden. Das heißt, wir können upgraden. Und da gibt es einen neuen. Ein weißer Kreis, wenn er denn weiß ist, mit so einer Windmühle. Okay. Mal gucken, wie wir den hinkriegen. Habe ich aber keinen blassen Schimmer von. Den hier können wir bauen, definitiv. Den habe ich raus. Der wird schon gebaut. Der läuft ja auch rein. Also, wir kümmern uns nächstes Mal um den roten Stern mit dem gelben Kreis drin. Alles klar. Dann würde ich aber erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.